Ja, willkommen zurück im Saal. Vor dem wahren Erfolg steht eine tiefe Erschütterung. Das zumindest behauptet in seinem Referat der nächste Speaker. Er ist Autor, Trainer, Speaker und Coach, vielseitig ausgebildeter Hypnosetherapeut und Krisennavigator, Leiter des Freiraumsinstituts Schweiz, Lehrbeauftragter an der Universität Konstanz im Fachbereich Psychologie. Er erkennt seit einer Nahtoderfahrung schwere körperliche und mentale Krisenlagen als Chance und Potenzial. Er setzt bei seinen Therapien und Coachings auf Freiräume, die Dehypnose und existenzielle Transtherapie. Begrüßen Sie mit mir jetzt Jürg Fuhrmann. Danke. Danke. Ja, ich sage jetzt guten Tag. Ich komme, wie man hört, gebürtig nicht aus der Schweiz und bin auch nicht in der Lage, Ihren wunderbaren Sprachdialekt adäquat zu imitieren. Und um da nicht Ihren Ohren einen Schaden zuzufügen, spreche ich auf Hochdeutsch. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Ja, ich lebe seit 5 Jahren in Stein am Rhein. Das ist von Zürich aus gesehen, für alle, die das nicht kennen, gerade noch eben Schweiz. Der ein oder andere würde vielleicht fragen, ist das noch Schweiz? Also es ist ganz, ganz im Norden und umringt von Deutschland. Genau, ja, da lebe ich seit 5 Jahren. Ja, und ich bin sehr dankbar, dass ich hier heute sprechen kann. Ich habe dieses Jahr auf vielen Kongressen gesprochen und habe in den letzten 2 Jahren 20 Länder bereist, wo ich viel unterwegs war für die transpersonale Psychotherapie und Psychologie und habe da eben auch auf vielen Kongressen gesprochen und freue mich jetzt, dass das hier in Zürich geklappt hat. Ja, genau. Die Frage ist ja, Erfolg, was ist denn das eigentlich? Das ist der Blick aus von unserem Institut aus, auf dem Parkplatz vorm Institut, an einem schönen Samstagnachmittag. Und mein Titel von dem Vortrag hier ist ja auch schon voll mit Plattitüden. Also Erfolg ist ja auch so eine Plattitüde. Ja, was ist denn jetzt Erfolg? So, also Erfolg beim Einparken hatte der auf jeden Fall nicht. Ja, das Auto, das sieht zumindest nach einem wirtschaftlichen Erfolg aus. Ja. So. Wenn wir also uns die Dinge anschauen, egal welche, die haben alle mindestens 2 Facetten oder 2 Seiten. Und ich beschäftige mich sehr viel und arbeite sehr viel mit der Mythologie, also mit der antiken Mythologie. Und wenn wir uns den Mythos von Ikarus zum Beispiel anschauen, oder Phaeton wäre auch so ein ähnlicher Mythos, da kriegt man doch gleich ein anderes Gefühl für den Erfolg. Der Ikarus, der ist ja so hoch geflogen, sein Vater hat ihm das gesagt, dass er das nicht tun sollte und er hat es ihm aber bewiesen, dass er es doch kann. Und er ist so hoch geflogen und so nah an die Sonne herangeflogen, dass der Wachs in den Flügeln sich quasi gelöst hat und geschmolzen ist und er ist dann abgestürzt. Und Phaeton hat mal so ganz nebenbei, die Geschichte ist so ähnlich, hat man eben nebenbei die halbe Erde verwüstet und in Brand gesetzt, als er mit dem Sonnenwagen zu schnell galoppiert ist am Himmelsfirmament. Ja, das ist also die Frage, was ist denn eigentlich Erfolg? Und Erfolg wird ja häufig gemessen in Geld in unserer Kultur. Das ist auch wichtig. Ich habe gerade in Prag auf dem großen Kongress von Stanislav Grof auch über Geld gesprochen, weil Geld in der transpersonalen Psychotherapie ja gerade ein großes Tabu ist. Da ist Geld immer was Schlechtes. Das glaube ich persönlich nicht. Geld ist ein ganz wichtiger Faktor in unserer Welt und hält die Welt ja auch am Laufen. Es gibt nur in unserer Gesellschaft eine Art Besessenheit von diesem Element Geld, das ja ein alchemistisches Element ist, weil es alles andere transformieren kann. Und Bornemann hat dazu gesagt, das ist der Midas-Komplex, wenn Leute von diesem Geld besessen sind. Und der König Midas, das ist auch ein alter Mythos, den der ein oder andere hier bestimmt auch kennt. Er war eben besessen davon, von dieser Idee, dass er Dinge in Gold verwandeln kann.
Und er hat sich eine List ausgedacht. Das gibt's, erlebe ich im Business Coaching auch ganz häufig, dass da viel mit Heimtücke und allen möglichen Vorteilen gearbeitet wird, die man so hintenrum erzielt. Das geht von ganz unten, von den Putzfrauen bis hoch ins Topmanagement. Teilweise habe ich das Gefühl, das nimmt nach oben hin sogar zu. Also. Und da sind die Gehälter ja auch recht hoch. Und dann wundert man sich. Ja, also der Midas hat eben den Plan gestrickt, dass er den Silenus entführt. Silenus war der Lehrer des Rauschgottes Dionysus. Und man kann sagen, der ist so der Vater des Weines. Und er hat den Silenus dann mit Wein berauscht, indem er heimlich einen See mit Wein angefüllt hat. Und der wollte daraus trinken und war dann direkt Hacke. So sagte man bei uns, ja. So, und dann hat er den quasi gekidnappt. Und hat dann dem Dionysus gesagt, pass mal auf, dein Lehrer, den kriegst du nicht zurück, bevor du meinen Wunsch erfüllst. Mein Wunsch ist, dass du mir die Gabe gibst, dass alles, was ich berühre, in Zukunft Gold sein wird. Und das hat der Dionysus sofort gemacht, um dem Silenus die Freiheit zurückzugeben. Und der Midas konnte fortan alles in Gold verwandeln. Das hat er auch getan. Also er hatte mit seiner List Erfolg. Und dann ging das los, dann hat er sein Essen in Gold verwandelt, merkte auf einmal, oh, das wird jetzt langsam eine Dauerdiät. Und so. Und Lichtnahrung konnte der, glaube ich, nicht. Und deswegen hat er dann angefangen zu verhungern. Und das Schlimmste für ihn war dann, dass er seine Tochter in Gold verwandelt hat. Und ich glaube, da ist auch diese Schattenseite von diesem Geldelement. Also wir fangen an, auch die Dinge, die uns am allerliebsten und teuersten sind, zu verwandeln. Und zwar in Dinge, die uns ja, in eine Richtung, wie sie eben nicht gut ist oder ungesund ist. Ja, und das ist eben der Punkt. Also der Erfolg kann ins Gegenteil umschlagen. Das kennen wir auch aus dem Märchen Hans im Glück. Das kennt ja jeder, der da an dem Gold, ne, das war dem zu schwer. Und am Schluss ist er mit einem Mühlstein geendet und war dann eigentlich wieder frei. Es gibt auch Studien dazu, zum Beispiel von Wolfers und Stevenson oder von Layard 2003 schon, dass Glück eben nicht exponentiell zu erhöhen ist durch mehr Einkommen. Das heißt also 10.000 bis 15.000 haben die gesagt im Monat. Das waren amerikanische Verhältnisse. Ob das für Zürich noch passt, weiß ich nicht. Das müssen Sie entscheiden. Ja. Dass damit eben die Lebenszufriedenheit und Freude und das Glück nicht signifikant ansteigt. Also bis dahin schon, aber dann eben nicht weiter darüber hinaus. Das Problem war, bei diesen Studien wurde der Begriff Glück nicht so richtig gut definiert, aber ich finde, es ist ein guter, interessanter Ansatz dafür. Ja, Misserfolg und Erfolg sind in erster Linie semantisch emotive Kategorien. Ja, das ist mir ganz wichtig. Das sind Begriffe, die denen wir irgendwie Bedeutung gegeben haben oder andere haben uns diese Art von Bedeutung gegeben, die dann wiederum emotional aufgeladen ist und in uns selbst so eine Art Eigenleben führt und unsere inneren Anteile und Facetten fahren da den ganzen Tag mit uns Karussell aufgrund bestimmter Programmierung. Ich nenne das auch hypnotische Programme oder wie der Adrian vorhin gesagt hat, Dehypnose. Ich arbeite viel mit Dehypnose, das heißt die bestehenden Trancen, die da sind, zu erkennen und gegebenenfalls loszulassen. Oder Fritz Perls, der Begründer der Gestalttherapie, hätte pragmatisch gesagt, auszukotzen, wenn die vielleicht nicht zu einem gehören. Genau, und wir haben leider in der ganzen Hypnoszene und Psychologie-Szene haben wir leider dieses Chakra-Empowerment-Gedöns, wo dann sehr kurzfristig versucht wird, über Imagination oder innere Bilder dann auch Erfolge zu erzielen, was häufig dieser Gesamtdimension des menschlichen Potenzials nicht im Ansatz gerecht wird, meiner Meinung nach. Und ich finde dieses Beispiel, das kommt ja auch ganz viel von diesem Buch von dem Hill, Denke nach und werde reich. Wer da mal ein bisschen googelt mit Napoleon Hill, Henry Ford, der wird darauf stoßen, dass Henry Ford ihm ein Treffen angeboten hatte und gesagt hat, mit Nachdenken reich werden, das ist ja absurd. Welches Auto fahren Sie denn? Und dann sagt er, ich habe kein Auto, ich fahre mit der Straßenbahn, das kann ich mir nicht leisten. Dann hat der Ford gesagt, kommen Sie mal zu mir nach Hause. Und das Angebot hat er nie angenommen. Heute ist das ja irgendwie so ein Bestseller. Also da muss noch mehr passieren, habe ich den Eindruck, als Nachdenken und Wünschen. Ja. Genau, und wir kennen ja alle die Bedürfnishierarchie von Maslow, die ist ja auch ein bisschen erweitert worden.
Da haben wir also hier im unteren Bereich diese Grundlagenbedürfnisse, für die ja Geld ganz wichtig ist. Und das läuft auch interessanterweise parallel ein Stück weit zu dieser Lehre der Chakren. Ja, das heißt, wir haben so diese physischen Bedürfnisse, das ist so unten. Und nach oben hin geht das dann mehr in so feinstoffliche Dinge hinein, wie Kreativität, Ausdruck, Selbstverwirklichung, Liebe ist hier in der Mitte. Darum geht es hier ja, auch Herzlichkeit, das ist ja das Thema. Und dann nachher spiritueller Seinswille. Man kann natürlich sagen, wenn man die unteren Ebenen gut abgesichert hat, dann ist man erfolgreich. Aber ich persönlich glaube, da gibt es noch was drüber hinaus. Da gibt es eben halt auch den Begriff eben des Herzchakras. Wie gesagt, das ist hier direkt beim Sternum. Damit ist nicht das physische Herz gemeint, sondern eben das Nervengeflecht hier. Und wir finden das auch in der christlichen Ikonografie bei Maria zum Beispiel hier oder bei Jesus finden wir das auch als brennendes Herz. Und die Frage ist eben, weil es hauptsächlich bei Maria zu finden ist, ob das jetzt eine weibliche Qualität vor allen Dingen ist, die ich so gestellt habe. Und ist Herzlichkeit gleich Weiblichkeit? Fragezeichen. Ist einfach mal so eine Arbeitshypothese. Wo kommt das Herz denn eigentlich her? Wer weiß es? Da steht es jetzt schon, aber wir benutzen das immer so, ne? Das ist so, ja. Ne, und der Professor Pranzarone, der hat eben die These aufgestellt, dass das Herzsymbol sich im 3. Jahrhundert vor Christus so stark durchsetzen konnte, weil es zum weiblichen Hinterteil und zur Vagina im Grunde eine Analogie darstellt. Und vorher hatten wir eben halt in der Ikonografie ganz stark die Wein- und Efeublätter, die eben in der römischen und der griechischen Kultur das Symbol für die ewige Liebe waren. Und Wein und Efeu, da sind wir wieder bei Dionysus, dem Rauschgott. Der hat die nämlich auch überall immer gehabt und als Krone getragen. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, vielleicht nochmal diese Parallele zu zeigen. Ja. Und dann ist die Frage, das Weibliche, ja, das wird dann häufig das Herzliche, das Liebevolle, das Nährende, ist das Reine. Bei Maria ist es ja das Reine, ist es nur das oder gibt es noch andere Seiten? Und wenn wir ins Mittelalter schauen, da finden wir das Mystische, das auf der Grenze Seiende, das zur Anderswelt hin Ausgerichtete, das mit der anderen Welt Kommunizierende, das ist ja alles das Weibliche auch. Ja. Man könnte auch sagen, das Verbindende. Und das sagen die Sadhus, die ich in Asien kennengelernt habe, oder auch die Schamanen, die ich in Nepal kennengelernt habe, die sagen das auch alle. Dieses Herz hier, diese Herzebene, die ist die Verbindung zwischen der Innen- und der Außenwelt. Das ist wie so ein Tor. Und wenn das verschlossen ist, das ist problematisch. Und in unguten Formen finden wir das auch in den ganzen Mythen, als Chimären sind die genannt, also so Mischwesen, die häufig auch in den Mythen ganz schwierige Rollen haben und dann auch sowas Böses oder Dunkles verkörpern. Ja, da ist also irgendwie was unklar geblieben oder hat sich eben auf eine komische Weise vermischt. Ja. Und natürlich auch das Schattenhafte. Wenn wir an Circe denken, die Zauberin im Odysseus-Mythos, der Odyssee der Irrfahrt, die Bucht vergiftet und die Männer mit ihrem vergifteten Trank in Tiere verwandelt. Das ist also auch eine Metapher dafür, dass es eben auf dieser Ebene des weiblich, des tiefen, seelischen, intuitiven, tiefe Schattenseiten auch gibt, in jedem von uns. Da ist also nicht nur das Hurra, mein Herz ist alles toll, Chakra, sondern es ist eben auch ein ganz tiefer Abgrund dahinter, in jedem von uns. Und darum geht es hier so ein bisschen jetzt, in dem was kommt. Es geht sogar noch weiter, man könnte sagen, es ist das Monströse. Ja, da sieht man also den Rubens und Tizian mit der Hydra, also das Bild, wo der Herakles die Hydra geköpft hatte und die Schlangen auf ihrem Haupt da noch vor sich hin kräuchen. Genau, und dieses Versteinerte, was die Hydra gemacht hat in den Menschen, die sie angeschaut haben mit den Schlangen, also die haben, wenn man da drauf geschaut hat, dann haben die das
denjenigen, der darauf geschaut hat, direkt ja versteinert. Und genau das finden wir auch in unserem sogenannten Ego oder in der Ego-Struktur. Das sind Fixierungen im Ich. Der Claudio Naranjo, einer meiner wichtigsten Lehrer, hat das so beschrieben mit dem Enneagramm, dass es da eben diese Fixierungen gibt in uns. Und eine Fixierung ist immer auch eine Trance. Das ist auch eine Form von Hypnose oder Selbsthypnose. Weil wenn ich fixiert bin, dann habe ich keine weiteren Optionen zur Verfügung und dann, dann befinde ich mich wie in einem Trancezustand. Und es gibt dazu auch Gegenpole, die habe ich jetzt nicht drin, weil es geht um jetzt gerade mal um den Aspekt ja auch der anderen Seite. Der Reich hat das so ähnlich beschrieben, das war der Begründer der Körperpsychotherapie und der hat die ersten Sexualberatungsstellen damals gegründet und ist dann 1958, sind seine Bücher in den USA verbrannt worden und 1959 ist er im Gefängnis auf mysteriöse Weise umgekommen. Der hat sehr viel mit Energie auch geforscht, interessanterweise, mit Frequenzen. Und eben sehr viel mit Sexualität natürlich und eben halt mit der Körpertherapie hat er halt seinen Schwerpunkt gehabt. Und hat er festgestellt, wenn wir zum Beispiel Sexualität, also was ja letztendlich ein Energiefluss ist im Körper, wenn das geklemmt, irgendwo gehemmt ist, verklemmt ist, wenn das irgendwie nicht richtig fließen kann, dann bildet der Mensch im Grunde auch Panzerungen aus oder Verhärtungen aus, Strukturen aus und hat gesagt, Faschismus ist ohne so etwas, ohne so eine Blockierung im Menschen gar nicht möglich. Das wird also dann von Diktatoren auch benutzt, ganz gezielt. Und dann gibt es von Schnetzer so ein Persönlichkeitsmodell der vier Schichten, wo an Reich angelehnt, wo man eben sehen kann, okay, da gibt es draußen diese Schicht der Anpassung, das ist diese entkulturierte Programmierung, dieses, wie man in einer bestimmten Gesellschaft sich zu verhalten und zu sein hat, wie man eben nicht auffällt, wie man eben da gut ist. So, das ist so diese Anpassungsschicht und darunter gibt es eben halt, da kommt dann eine Wand, wie so die Wand von Angst und Trotz häufig, dahinter liegen nämlich sehr viele abgewehrte Gefühle, wie Hass, Wut, Neid, Eifersucht, das drückt man schon relativ wenig aus. Wenig direkt vor allen Dingen. Das ist mir in der Schweiz so aufgefallen. Da parkt man jemanden die Einfahrt zu und der kommt raus und sagt, ey, du kommt nicht raus und sagt, ey du Arsch, fahr die Karre weg. Der sagt, kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht, ob das generell so ist, das müssen Sie entscheiden. Aber möglicherweise, das ist so eine These, möglicherweise wird da auf was zurückgehalten. So. Und dahinter gibt es noch eine Wand, das ist dann diese Körperverpanzerung, die hier. Ja. Und dahinter liegen ganz tiefe, schmerzhafte Sachen. Und dahinter liegt der wahre Kern unseres Seins. Ja, und Erfolg kann eben auch eine Hilfe sein, dieser weltliche Erfolg im Außen, der kann auch einen darüber hinwegtäuschen. Ich hatte mal jemanden, der hatte sehr viel Geld im Coaching und der hat dann gesagt, ja, wissen Sie, ich kann mir auch einfach jede Woche neues Spielzeug kaufen. Also damit waren Autos vor allen Dingen gemeint. Und dann kann ich das damit auch betäuben. Hat aber gesagt, ja, ich habe ihm dann gesagt, ja, aber Sie sind ja hier, weil Sie merken ja irgendwie was. Ja, er merkt schon, dass das nicht richtig funktioniert. So, ne? Und das machen wir alle auf irgendeine Art und Weise. Wir narkotisieren uns auf so eine gewisse Weise damit, mit diesen Dingen. Ja, jetzt noch mal ein bisschen was so zu dem Hintergrund. Also wir wissen heute aus der Forschung, dass wenn Menschen Trauma erlebt haben, dann sind im Gehirn die Mandelkerne vergrößert, sprich die Amygdalas. Und das kann eben zu chronischer emotionaler Überregung führen, das kann zu unangemessenen Reaktionen und Panikattacken führen. In bestimmten Situationen, die wir Trigger nennen im Fachjargon, das heißt, da passiert irgendwas draußen, was mit meiner Landkarte innen eigentlich gar nichts direkt zu tun hat. Also da findet einfach eine Übertragung statt. Das könnte man auch Projektion nennen. Da kommt ein Hund vorbei. Ist ein ganz anderer Hund als der mich mal gebissen hat vor 20 Jahren. Und auf einmal kriege ich Schnappatmung, Schweißausbrüche und sonst was. So, und dann ist das Sprachzentrum im Grunde und das Zeitbewusstsein ist im Off. Weil dieser Bereich, der kennt keine Zeit. Stell dich doch nicht so an. Ist doch...
ist doch gar nicht so, ist doch nicht so schlimm und ist doch schon so lange her und so. Das ist, dieses ganze rein Kognitive hilft da nicht. Ja? Genau, und man könnte auch sagen, dass die Menschen, die dann so getriggert werden, und wir haben alle irgendwelche Erfahrungen dieser Art, mehr oder weniger, die sind dann in einer selbsthypnotischen Trance. Das korreliert auch in einer engen Wechselbeziehung mit unserem Nervensystem, beziehungsweise das Nervensystem reagiert wieder mit der Psyche und den Organen. Und das wiederum korreliert auch wieder dann mit Emotionen. Das geht dann über das limbische System vor allen Dingen. Da werden wir dann quasi körperlich auch aktiviert und abgefahren damit. Im Guten wie im Schlechten. Geht immer in beide Richtungen. Ja. Und wie gesagt, das hat der Reich sehr gut erkannt. Er hat dann auch eben gemerkt, dass wenn Leute hier diese Verpanzerung haben, die ich gerade schon ansprach, also ganz gesund wäre es, sage ich mal, da bin ich jetzt in meinem Kern, dann kommt irgendwas in der Welt und ich habe einen Impuls und der geht raus. Zack, ohne Unterbrechung ausgedrückt. So, und wenn ich dann aber die Verpanzerung habe und hier diese soziale Konditionierung, dann wird das quasi umgelenkt. In der Psychoanalyse sagt man dann Retroflexion auch dazu. Das wird dann, man fügt sich dann selber zu, was man anderen eigentlich zufügen will. Das ist ja auch gut, weil sonst würde man, wie viele unserer Mitbürger, ey Alter, was guckst du, aus Maul? Ja, und dann geht man rüber und haut dem auf die Fresse, nur weil er geguckt hat. Ja, das gibt es ja auch. Hat vielleicht der eine oder andere schon mal erlebt oder kennt einen, der das erlebt hat oder gesehen hat. Also das ist dann zu wenig Retroflexion. Ja? Aber viele haben zu viel. Ich weiß nicht, ob das auf die Schweiz zutrifft. Aber kann ich Ihnen helfen? Ne? Also das war so eine These, dass das hier auch ein Thema sein könnte. So. Ja, und der Reich hat noch was entdeckt, nämlich das geht runter bis in die kleinsten Nervensysteme und Nervenknoten der Ganglien, dass dort eben das Gleiche passiert letztendlich. Das heißt, wenn wir sympathisch aktiviert sind, dann schrumpft das Ganze und wenn wir parasympathisch unterwegs sind, dann dehnt sich alles aus. Das ist auch bei sexueller Erregung so und bei Angst eben, Blässe, kalter Schweiß und so weiter, verengt sich das. Das heißt also, wenn Menschen immer wieder in diesen Triggerzuständen drin sind, in diesen Trancen drin sind, ja, die so programmatisch ablaufen, dann sind die eigentlich in der Hölle die ganze Zeit, den Tag über, immer mal wieder so. Oder in der Krise, könnte man auch sagen. So, jetzt gibt es jemand anders, das ist Andrew Amor, der hat diese Herzintelligenz benannt, oder das Herz-IQ ist auch, wir haben ein Herzgehirn, oder der EQ ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt dafür, also diese emotionale Intelligenz, und hat das auch bestätigt, dass diese Ganglien-Nervenzellen eben auch ganz wichtig in diesem Gehirnbereich, im Herzbereich sind, also nicht nur im Gehirn und im Rückenmark, sondern eben auch gerade in diesem Herzbereich. Und da habt ihr mit Sicherheit jetzt heute schon viel zu gemacht zum Thema Herzkohärenz und so. Also wenn das miteinander, wenn das Herz mit dem ganzen anderen System in Einklang schwingt, dann ist, das hatte ich vorher schon gezeigt, dann ist das elektromagnetische Feld des Herzgehirns ungefähr 5000 Mal so stark wie das des Gehirns. Also darüber können wir ganz viel erreichen und vor allen Dingen können wir über diesen kohärenten Herzrhythmus das limbische System beruhigen und das Nervensystem beruhigen. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten und Wege, wie wir an bestimmte Themen rangehen können und Unterstützung liefern können. Ich will jetzt nicht sagen, dass es geht dann immer schnell so, dass man sagt, okay, ja, da musst du jetzt nur eine Übung machen und dann ist das alles gut. Das ist eine Illusion. Ja? Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, das ist so ein bisschen wie Zwiebeln schälen. Und es geht man fängt in verschiedenen Richtungen an und von verschiedenen Seiten und alles trägt so ein bisschen was dazu bei, aber es gibt nicht, also aus Amerika ist das ja ganz beliebt, auch in der Hypnose-Szene, mit Copyright und so, eine Sitzung, alles geheilt, das könnte alles vergessen. Ja, das Gehalt muss man immer fragen, ja, aber für wie lange? Ja, also ich glaube eher an so ein Zwiebelprinzip, dass das immer tiefer geht, mit einem etwas erweiterten Bewusstsein auf das gleiche Phänomen schauend, entdeckt man auf einmal ganz andere Sachen davon. Ja? So, und Meditation ist auch eine große Hilfe. Jedes Jahr kommen mittlerweile 1200 Studien oder so zum Thema Achtsamkeit raus. Und was vor 10 Jahren noch undenkbar war, muss man auch dazu sagen,
Wir haben also, können da sagen, der Kortex, gerade der vordere Bereich, der wird also verstärkt und die Amygdala, die durch Trauma vergrößert worden ist, schrumpft wieder. Wow! Also ein Gehirn kann sich nicht mehr verändern, hat man früher immer gedacht. Von wegen. Ja, von wegen. Das hat der Hüter und andere auch bestätigt. Und der Ansatz, mit dem ich arbeite, das ist, ich nenne das eben, also existenzielle Trance-Therapie. Das ist einer meiner Ansätze neben dem Diagnoseansatz. Und dabei arbeite ich mit verschiedenen Techniken, die dazu da sind, das frontale Hirn wieder mit den alten Gehirnteilen zu verknüpfen. Und das weiß man heute, dass das funktioniert. Gerade auch aus der ganzen Forschung im Bereich Schamanismus und Substanztherapie, also psychedelische Therapie, da weiß man das auch, dass das wieder möglich ist. Und wenn das wieder verknüpft wird von da oben, weil das kennen Sie ja bestimmt alle, ganz viele haben sich schon in 1000 Büchern gelesen und haben gewusst oder wissen sofort, das ist richtig. Das stimmt, was der sagt oder was ich da lese. Und dann im Leben, wenn es dann zur Sache geht, dann geht das gar nicht. Ich weiß das doch, aber irgendwie kann ich es nicht umsetzen. Kennt das hier, oder kennt jemand, also hier ist bestimmt keiner, aber kennt jemand hier jemand, der jemanden kennt? Oder so ist es? Ja, okay, schön, ja. Gut. Dazu, zu diesem Konzept gehören verschiedene körpertherapeutische und psychosensorische Interventionen, die den Organismus quasi direkt, wenn der im Alarm ist, ist der gehirnwelttechnisch in High Beta, sagt man. Oder vielleicht im schlechtesten Fall sogar Gamma. Der die dann in Alpha, Theta, Delta katapultiert, könnte man sagen. Klack, klack, das geht. So, und dabei werden dann die emotionalen Leitbahnen der Amygdala entkoppelt. Oder man könnte sagen, die sogenannten Glutamat-AMPA-Rezeptoren werden depotenziert. Die werden nämlich ausgefahren, wenn jemand auf der Amygdala, wenn jemand in einem Trauma drin ist, dann werden die gebildet und der hat dann quasi wie so Antennen, die dann über die ganze Zeit immer winken sind und sobald so eine Situation vorbeikommt, dann zack, ne, dann ist das sofort wieder auf dem Tablett. Und das geht, je öfter man das trainiert, in Autobahnmodus, dann immer schneller, sagt Hüter. So, und das kann man wieder depotenzieren, das heißt, diese AMPA-Rezeptoren, die können dann wieder zurückgefahren werden, die ziehen sich wieder rein. Das heißt nicht, wenn mir nächste Woche was anderes passiert, dass sie dann nicht wieder draußen sind, aber bezüglich auf dieses eine Ding oder Thema können die sich wieder einfahren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich muss mal gerade, ich habe hier keine Uhr. Wie viel haben wir noch? Okay, Dude. Trance. So, also ganz wichtig in der Therapie, wir haben lange den Körper vergessen. Und so Kongresse wie Reden alleine reicht nicht. Und so, die haben ja Zulauf gehabt wie verrückt. Und woran liegt das eigentlich? Also da ist ein Riesentabu zu erkennen, anzuerkennen, der Mensch hat auch noch einen Körper. Der hat irgendwie einen Organismus und der ist aber anscheinend auch wichtig. Das ist wie so ein Kniechirurg, der auf einmal erkennt, verdammt, an dem Knie hängt ein ganzer Typ dran. Ja? So, und da ist nicht nur das Knie das Problem, sondern der ganze Mensch hat da irgendwie ein Problem. Und das ist in der Psychoszene, ist das nach wie vor noch ein Tabu. Also wenn man Leute anfängt anzupacken, dann wird es ganz schnell eng. Für viele Therapeuten meine ich jetzt. Ja? Also so, und gerade das ist ganz wichtig, dass wir anfangen, den Körper nicht nur rein über diese kognitiv bildhaften Klamotten zu arbeiten, gerade auch in der Hypnoarbeit, weil das reicht nicht aus. Der Mensch hat auch noch einen Körper, die Seele wohnt da drin und der Körper speichert und diese ganzen Sachen und verpanzert den gesamten Körper. Wie gesagt, das hat Reich vor 100 Jahren rausgefunden, das muss man eigentlich nicht nochmal erwähnen, aber es ist so, das ist nach wie vor ein Tabu. Und das hat was mit der Geschichte der Psychoanalyse vor allen Dingen zu tun oder auch der Medizin. Dennoch ist es so, dass die Menschen mehr und mehr spüren, da ist was, da ist eine Rückverbindung notwendig. Und das haben wir wiederum in dem Mythos, wo es darum geht, dass der Theseus ins Labyrinth geht vom Daedalus und den Faden der Ariadne nimmt, die später die Geliebte vom Dionysos wurde, wieder der Rauschgott, interessant, ne? Und dass er ihren Faden nimmt und dann in das Labyrinth geht und das Monster tötet. Das Monströse, das Mischwesen, der Minotaur ist nämlich auch eine Art Chimäre, halb Stier, halb Mensch. Und dass er da reingeht und er kann nur da reingehen mit dieser weiblichen Seite. Der braucht den Faden, den Anker nach draußen, zu dieser weiblichen Intelligenz, sonst kriegt er das gar nicht hin. Der braucht das, ja. Und das sind ganz viele Menschen und die sich dann teilweise auch mit dem mit diesem schattenhaften, fürchterlichen, furchtsamen Aspekt des Weiblichen in sich selbst konfrontieren können.
Das ist ja auch in den Männern. Das hat nichts mit Mann und Frau, das ist keine Genderfrage, sondern ich halte es da eher mal mit C.G. Jung, ja, dass wir da alle diese Facetten haben in uns. Und ja, das sieht man bei Odysseus hier auch sehr schön, wie er sich an den Pfahl hat binden lassen und er nicht wie seine Kameraden sich die Ohren mit Wachs verstopft. Und eigentlich haben die auch die Augen zugebunden, das ist bei dem Bild nicht ganz korrekt. Aber er ist am Pfahl gebunden und hört die Gesänge der Sirenen, die hochkommen, und er hält das aus, er fährt da durch. Ja, das ist so ähnlich wie hier mit Hypnos und Thanatos. Genau. Und dann kann es tatsächlich auch zu Durchbrüchen kommen. Ja, das haben wir in der Alchemie als Phönixvogel, der dann aus der Asche wieder aufersteht. Oder vielleicht auch beim Buddha, der den Lotus dreht. Ja, also dieses, dass man durchbricht in ein anderes Bewusstsein, was vorher noch nicht da war, was größer ist. Und das ist meine absolute Überzeugung, dass wir nicht durch Loslassen heilen innerlich und ganz werden, sondern durch Einlassen. Geht immer ganz viel in der Therapie um Loslassen. Ja? Und wir können nur loslassen, worauf wir uns wirklich eingelassen haben. Und man möchte natürlich gerade die monströsen Sachen, die möchte man, nee, ich habe die nicht. Die will ich gar nicht haben, will ich gar nicht hingucken. Mach mal weg, das stört mich. Dann kommen die zum Therapeuten. Und das kann ja auch mit Hypnose passieren. Man kann so Sachen wegpacken. Da kann man auch Amnesien suggerieren. Ich habe alles schon erlebt. Ich habe auch mehrere Artikel dazu geschrieben über emotionalen therapeutischen Missbrauch. Da gehört das auch zu. Wenn Therapeuten und Coaches sich dann vor den Karren spannen lassen und mal eben so zudeckende Sachen machen, das kann nachher richtig auf der Ebene dann psychosomatisch und, ne, werden und in andere Sachen gehen. Also passen Sie auf, wenn Ihnen einer was wegmachen will. Ja? So, und ich glaube, also weil... ich meine das ganz ernst, weil das Schattenhafte, das, was Ihnen Angst macht, was Sie belastet, was Sie blockiert, das gehört auch zu Ihnen, das ist ganz wichtig. Und da liegt vielleicht das größte Potenzial drin. Ich könnte Ihnen jetzt eine Stunde meine Lebensgeschichte erzählen, aber das machen andere Coaches zu Genüge, ich lasse das mal. Ja, können Sie auf der Seite nachlesen oder so. Ich kann nur sagen, diese Erfahrung hat ja jeder im Raum, in der einen oder anderen Weise. Dafür muss man nicht vorne auf der Bühne stehen. Ist auch nichts Besonderes. Aber das Besondere ist vielleicht, wie man entscheidet, damit umzugehen. Ob man sagt, ich gehe darauf zu. Weil solange man ausweicht und weggeht, solange kann diese Heilung und Transformation nicht stattfinden und vielleicht auch der wirkliche Erfolg nicht stattfinden. Und der größte Erfolg, das ist auch das, da sieht man in Dionysus, das ist auch das verkörpert der Dionysus selber auch, der lässt sich zerstückeln von seinen Frauen, Mänaden. Der war ja an so einen Pfahl gebunden und die haben dann Wein getrunken wie verrückt und haben seinen Leib zerrissen und haben das da platziert auf einem Tisch, haben sein Fleisch platziert und seinen Wein, diesen Wein, den er auch von rausgegeben hat, auf dem Tisch platziert und haben das rituell getrunken. Das erinnert ein bisschen an was anderes, was dann später kam. Manche behaupten, der da später kam, hat den Platz vom Dionysus eingenommen, nur da fehlt so ein bisschen das ganze Ekstatische und so. Da trinkt man auch Wein und isst so ein Leib, aber das Ekstatische ist irgendwie abhandengekommen. Ja. Und der Dionysus verkörpert das aber. Und der ist auch so ein androgyner Typus, wie der Shiva. Der ist so, der hat dieses Männliche und auch dieses Feminine. Er hat das beides so in einem integriert. Und das ist es, glaube ich, auch, worum es geht. Ja, und dann, wenn das so ist, dann muss man auch seine Tochter nicht mehr in Gold verwandeln. Ja, dann kann man den Erfolg auch haben, halten und ja, ihn einfach genießen. Also Midas war eine Witzfigur in der Antike, das muss man dazu sagen, er hatte Eselsohren. Also das war so der Dorftrottel, ja. So, und ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht ist der Mann, der da auf den Parkplatz gepackt hat, ja zufällig im Raum. Ich wollte ihn jetzt nicht persönlich damit angehen, aber ich will damit nur sagen, Geld alleine macht's nicht. Ich hatte mal früher, vor 20 Jahren hatte ich so einen Lehrer. Ich würde mal heute sagen, das war so mein erster richtiger Lehrer, also ein spiritueller Lehrer, meine ich. Der machte Zen und so. Und der sagte immer, ja, hier, das muss zuerst stimmen. Die Kohle kommt von alleine. Hat der total recht mitgehabt, muss ich heute sagen. Ja. Aber sie geht dann auch wieder. Das sieht man bei den ganzen Leuten, die Lottogewinne machen, in siebenstelligen oder achtstelligen oder sonst was Dimensionen. Davon sind die meisten innerhalb von 5 Jahren höher verschuldet als je zuvor. Und das hat was damit zu tun. Die können das, da geht das nicht, die können das nicht containen, die können das nicht halten, ja? So, und wenn man das hat, dann klappt das auch. Kann das auch klappen. Und das ist jetzt die altmodische Variante, die ist auch okay.
Die neue ist die hier. Das ist digitales Gold. Und dann braucht man auch nicht mehr seine Tochter verwandeln und sonst was. Dann kann man also digitales Gold oder reales Gold oder sonst was. Dann bekommt man das und dann bleibt das bei einem. Das geht dann nicht mehr vielleicht. Genau. Ja, also wahrer Erfolg würde ich sagen, wir müssen die krisenhaften Prozesse, diese Erschütterungen, die uns im Leben zugetragen werden, die müssen wir annehmen. Und damit müssen wir umgehen. Das sind unsere besten und größten Lehrer. Und dafür brauchen wir auch keine Gurus im Außen und keine, ich weiß nicht was, im Außen. Das können wir uns alles sparen. Das ist alles im Innen. Wir brauchen schon einen Begleiter. Das ist wichtig. Viele denken mal, sie können alles alleine machen. Das stimmt nicht, weil wenn wir alleine sind, können wir häufig nicht uns gut reflektieren und spiegeln. Und das muss aber im Kontakt passieren und auch mit dem Körper. Der muss auch in den Kontakt reinkommen. Das ist ganz wichtig. Und wenn das ganzheitlich da sein darf, ja, dann kann sich auch ein Erfolg einstellen im Sinne dieser alten Mythen oder im tiefsten Sinne unseres Seins, auch im weiblichen Sinne. Das Weibliche in der Psyche ist viel, viel tiefer als das Männliche. Das Männliche geht unheimlich hoch und weit auch in die Weite, und das Weibliche geht eben in diese Tiefe. Das ist der See, die Psyche, ja, die Göttin Psyche. Ja, das ist nicht durch Zufall eine Göttin. Psyche ist eine Göttin. Ja, und die taucht in den See tief ein, in das Meer. Ja. Und dafür müssen wir ein Stück weit loslassen auch. Auch von unserem Wollen, von unseren Zielen. Das Coaching ist häufig viel zu zielorientiert. Hypnose auch viel zu ziel, viel zu lösungsorientiert. Da wird dann alles Mögliche abgesteckt hier von der Birne aus. Und der Körper, die Leute kommen rein und du siehst das, der Körper ist noch was ganz anderes. Und da machen sich Coaches und Therapeuten ganz häufig zum Mittäter. Ja, zum Mittäter an der Selbstkasteiung und auch am Symptom. Ja, okay. Das war's. Jörg Fuhrmann, Freiraum-Institut, Stein am Rhein. Ich danke. Herzlichen Dank. Gibt es da Fragen dazu? Natürlich. Was passiert, wenn einem als Kind die Mandeln rausgeschnitten wurden? Da hat man ein schlechtes Immunsystem, habe ich gehört. Weitere Fragen? Ja, ich hätte noch ein, zwei Fragen. Also Sie haben die Idee, dass das eine Korrelation ist mit den Mandelkernen im Gehirn? Ja, ich denke. Ja, kann sein. Ja. Also ich weiß, man hat ein schlechtes Immunsystem. Das ist definitiv so. Und dann ist man dünnhäutiger. Also all diese Krisenerfahrungen und diese Ängste und so, die kommen häufig aus einer gewissen Dünnhäutigkeit heraus. Das habe ich mein Leben lang nicht verstanden. Ich hatte ja, nachdem ich diesen Sturz in dieses Kellerloch mit 4,5 Jahren erlebt habe, danach war ich eigentlich nicht mehr in der Welt lebensfähig. Und das habe ich bei vielen Menschen gesehen, die dann diese Dünnhäutigkeit hinterher haben, die gar nicht mehr genau wissen, wie, also die sehen das gar nicht als Ressource oder Kompetenz, können sie gar nicht, weil die Welt so grausam ist zum Teil. Und dann ist das ein ganz wichtiger Prozess und Erfahrungsweg und Lernweg, damit umzugehen und das in sich selbst auch wieder auch zu schützen und zu gucken, diese Durchlässigkeit, bis wohin die gut ist und ab wann wir möglicherweise wieder was anderes brauchen. Ja, ja, gerne. Dieser spannende Ansatz mit der körperlichen Arbeit, wenn ich in der Krise stecke, wie kann ich denn das mit dem Körper verarbeiten? Was hilft mir da? Das kann ich pauschal nicht sagen, weil Sie sind ja kein Opel Astra oder so, wo die rote Lampe blinkt und ich habe jetzt gerade mein Analysesystem dran geschlossen. Wenn ich jetzt sagen würde, machen Sie mal so, das kann vielleicht eine Beruhigung bringen, oder machen Sie mal hier den hier oder so, ja. Oder machen Sie mal den hier. Ja, also okay, kann ich Ihnen jetzt alle sowas sagen, aber dann würde ich Sie behandeln wie ein Ding. Und Sie sind kein Ding, da würde ich Sie also nicht würdigen und nicht wertschätzen und das möchte ich nicht. Ich kann das nicht, ich habe keine Rezepte, ich habe keine Antibiotika-Apotheke oder sonst was. Ich arbeite aus einer Haltung des Nichtwissens und in diesem Nichtwissen, wo ich wirklich keine Ahnung habe, was für Sie die Lösung ist, da kann ich mich gemeinsam mit Ihnen darauf einlassen und das erfahrbar machen in dem Raum, der dann zwischen uns entsteht. Und das ist das Einzige, was ich machen kann. Und das ist das Größte, was geht, glaube ich. Das andere sind Rezepte, das haben wir ja in vielen Bereichen. Ja, das wird aber niemandem gerecht, weil das Rezept, Krishnamurti hat das immer schön gesagt, das ist alles von vorgestern. Das kann nicht im Jetzt sein. Die Begegnung ist immer im Jetzt, in diesem Moment. Ja.
Ja, mir ist eben persönlich noch wundert, dass viel von Bewusstseinserweiterung gesprochen, da kommen mir spontan Drogen, Medikamente in den Sinn. Gibt es andere Möglichkeiten für Bewusstseinserweiterung? Ja, also substanzmäßig ist da momentan sehr viel in der Forschung, gerade auch an der Uni in Zürich oder Basel und Amsterdam sowieso, Barcelona, Heidelberg, überall. Ja. Es kommen also jetzt wieder Substanzen, die für schwere Traumata, PTSD, Kriegstrauma und so weiter benutzt werden, die da mega erfolgreich sind. Da ist einiges auf dem Weg. Die sind kurz vor der Zulassung in den USA. Und wenn die es zulassen, dann wird der Rest es auch zulassen. Wahrscheinlich. Und die Forschungssituation ist so erdrückend, da wird was passieren. Und es gibt aber eben auch non-pharmakologische Wege. Einer ist zum Beispiel über bestimmte Atemmethoden zum Beispiel oder eben über bestimmte Trancehaltungen. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, wie man eben in diese Bereiche reinkommen kann. Ja, das sind alles sehr kreative Prozesse. Es ist sehr kreativ, aber es gibt eben auch Möglichkeiten, das auf nicht pharmakologischen Wege zu tun. Und teilweise ist es auch gesünder. Ja, also da bin ich auch der Meinung, dass das so ist, weil ja, viele Menschen dann eben erstmal eine Steuerungsfähigkeit entwickeln können. Und das andere, was ich gerade vorher benannt habe, das ist auch nur in therapeutischer Begleitung, in einem bestimmten therapeutischen Setting. Also wir haben ja gerade das Problem heutzutage, dass die ganzen jungen Menschen nach solchen Erfahrungen suchen, die Bewusstseins verändern, so richtig so wow, raus erweitern sind, ja, wo das so aufplatzt. Und wir haben die Räume dafür nicht. Und dann machen die in irgendwelchen Diskos und Hinterhöfen und sonst was und haben keine Begleitung, haben schlechte Settings und dosieren sich über und so. Das hat was auch mit einem großen Tabu zu tun diesbezüglich, weil die Pflanzen, wo das herkommt, das hat auch was mit der Weiblichkeit und der weiblichen Göttin zu tun. Das war auch ursprünglich mit den Schamaninnen und den Heilerinnen, die wir dann alle verbrannt haben, im Mittelalter auch verknüpft. Ja. Dankeschön, sehr spannend. Ja. Auch du wirst dich zur Verfügung stellen, noch, wenn jemand persönlich noch Fragen stellen möchte. Ja. Bei uns geht es weiter hier mit dem nächsten Referat um 15.20 Uhr. Gut.